Es war, als würde die Welt für einen Moment stillstehen. Kein Licht mehr, nur Düsternis in Paris. Hunderttausende vereint im Entsetzen über das Blutbad bei Charlie Hebdo. Der Angriff auf die Satirezeitschrift, die vor nichts und niemandem Halt machte, ein Angriff auf das Herz der Freiheit. Und so schreien sie es ganz leise hinaus in die Welt. Wir haben keine Angst. Stunden zuvor, zwei vermummte Männer stürmen die Redaktion und schießen um sich. Wenige Minuten und fast alle Satiriker sind tot. Dann töten die kaltblütigen Mörder noch einen Polizisten. Die Täter, zwei Brüder, Franzosen algerischer Abstammung, die sich zu Al-Qaida bekennen und sich hier den Fluchtweg freischießen. Es folgen Tage des Horrors. Ein bis an die Zähne bewaffneter Mann stürmt einen jüdischen Lebensmittelladen und nimmt Geiseln. Er schießt vier von ihnen. Die Tat, abgestimmt mit den zwei Brüdern, die sich nahe Paris in einer Druckerei verschanzt haben. Frankreich in Angst und Schockstarre, bis 50 Stunden nach dem Charlie Hebdo-Attentat Sondereinheiten der Polizei zugreifen. Alle Terroristen werden erschossen. Und rund um den Erdball sind die Menschen jetzt Charlie. Bayern ebenso wie Australien, Hongkong und Indien. Für einen kurzen, kostbaren Moment ist die Welt vereint in Solidarität. Für einen kurzen, kostbaren Moment sind Religion und Weltanschauung unbedeutend. Aus Sicherheitsgründen laufen sie zeitlich abgesetzt. Abgesetzt von den Millionen, die dem Terror trotzen. Ein Anschlag auf die Pressefreiheit, beantwortet mit einer traurigen Feier der Pressefreiheit. Sie ahnen nicht, dass Frankreich im Visier der Terroristen bleibt. Und Charlie Hebdo? In einer Rekordauflage von 5 Millionen Exemplaren erscheint die nächste Ausgabe. Der Prophet trauert und solidarisiert sich mit Charlie. Alles ist vergeben. El Capitan, Yosemite Nationalpark, Kalifornien. Und irgendwo an diesem riesigen Fels zwei Männer, die es wissen wollen. Tommy Caldwell und Kevin Jorgensen kämpfen mit der gefährlichsten Steilwand der Welt. Sie sind Freeclimber. Mit bloßen, zerschundenen Händen müssen sie Halt finden an millimeterkleinen Felsspalten. Das Seil dient nur der Absicherung. Nachts schlafen sie in Hängezelten. Nach 3 Wochen der letzte Schritt. Sie haben es geschafft. Sie haben den Unbezwingbaren bezwungen. Was für ein Abenteuer. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Ohne Krawatte, so ging es schon mal los. Und er kam nicht allein. Ein Mann, ein Hemd, ein Finger.
Schon allein das Auftreten der neuen griechischen Regierung gilt dem politischen Establishment als Provokation. Deutsche Medien verhöhnen sie als Boygroup. Lederjacke und Motorrad des Ministers Varoufakis finden Kommentatoren besonders erwähnenswert. Tja, was nun, Europa? Was den einen ein Rettungsprogramm, ist den anderen ein Programm zur Erniedrigung des griechischen Volkes. Völliges gegenseitiges Unverständnis. Wir sind ja gewählt worden, weil wir dem griechischen Volk gesagt haben, dass das Programm Teil des Problems ist und nicht Teil der Lösung. Aber was wollen die Griechen? Ich bin nicht der Einzige, dem das nicht klar ist. Aber kennen Sie jemanden, dem es klar ist? Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der Rockstar betrachtet den anderen als Zuchtmeister, Schäuble ihn wiederum als naja. Die europäischen Geldgeber sind schnell genervt von den linken Neulingen. Wir haben alles Vertrauen wieder zerstört. Es ist ein schwerer Rückschlag. So, und was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Die Euro-Länder bleiben hart. Die Griechen müssen einlenken. Das Hilfsprogramm wird erstmal verlängert. Es ist nicht mehr als ein erster Schritt. Peng, das saß. Der Spitzenkandidat hatte mit hanseatischer Würde chancenlos gekämpft. Aber das? 15,9%. Noch nie war die CDU in Hamburg so schlecht. Und Olaf Scholz, ist er die Merkel von der Waterkant? Der Regierungsstil, das Naturell, für die Hamburger alternativlos? 45,6%. Das hat dann auch Merkel, also die Echte, anerkannt. Der Amtsinhaber habe keinerlei Fehler gemacht. Der russische Oppositionspolitiker erschossen auf offener Straße, in direkter Nähe des Kremls. Was für ein Bild. Vier Kugeln trafen Boris Nemtsov in den Rücken und die russische Opposition ins Herz. Er war einer der schärfsten Kritiker von Wladimir Putin, beklagte die Zerstörung demokratischer Freiheiten und unterstützte die Ukraine im Kampf gegen Russland. Wir sollten Nein sagen zum Krieg, Russland und Ukraine ohne Putin. Schnell werden Täter präsentiert, Tschetschenen, mit Auftrag ihrer Führung? Oder waren es Kreml-Treue, die ein Klima der Verunsicherung verbreiten wollen? Es gibt unzählige Spekulationen. Nemtsovs Freunde sagen, die Wahrheit werden wir nie erfahren. Läutet dieser Händedruck wirklich eine Wende ein in der Ukraine? Nach 17 Stunden am Verhandlungstisch, sie einigen sich auf eine Waffenruhe. Kaum aber war das Abkommen Minsk II in Kraft, da wurde es schon gebrochen. Immer wieder flammen blutige Kämpfe auf. Schwere Geschütze zielen auf das kleine bisschen Hoffnung. Es wird noch bis Oktober dauern. Dann erst beginnen beide Seiten, ihre Waffen teilweise abzuziehen. Frieden? Nicht in Sicht. Aber die Waffenruhe hält weitgehend. Da war es noch ein Spaß. Hier weniger. Und hier war klar, es ist verdammt ernst und es gibt Tote. Denn Niklas ist kein Sturm, sondern ein Orkan. Er zog über Deutschland hinweg und nahm alles mit, was ihm in die Quere kam. Züge, Autos, der Verkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. 11 Menschen haben nicht überlebt. Die einzige Knospe des arabischen Frühlings soll erblühen. Auf der neuen tunesischen Regierung ruhen die Hoffnungen. Kurz darauf, Terroristen des sogenannten Islamischen Staats metzeln 21 Touristen und einen Polizisten nieder, nehmen Geiseln im Nationalmuseum mitten in Tunis.
Eine Französin telefoniert flüsternd nach draußen, in Todesangst. Schließlich greifen die Sicherheitskräfte zu. Fast 100 Menschen rennen um ihr Leben. Eine Katastrophe für die zarte Pflanze Demokratie in Tunesien. Das Ende des politischen Frühlings? Später im Jahr wird es noch schlimmer kommen. Die EZB eröffnet ihre neuen Glastürme. Und 4000 linke Gewalttäter geben alles, um das eigentliche Anliegen der Blockupy-Bewegung unter den Trümmern ihrer Randale zu verschütten. Geplante, kalkulierte Gewalt. Das sind die Bilder, die in Erinnerung blieben. Dabei sollten es diese sein. 17.000 in Volksfeststimmung, friedlicher Protest gegen einen europäischen Riesen, dem sie vorwerfen, in Griechenland für Verarmung zu sorgen, statt für Wohlstand. Und während noch randaliert und protestiert wird, eröffnet EZB-Präsident Mario Draghi drin feierlich den Neubau. Draußen schnell noch ein Selfie fürs Familienalbum »Ich vor Feuer«. Die Rauchschwaden ziehen vor den Türmen der EZB nur langsam wieder ab. Trümmerteile, Millionen davon, an diesem trostlos schroffen Gebirgshang in den französischen Alpen. Das ist alles, was von der German Wings Maschine übrig ist. 150 Menschen tot. Unendliche Trauer senkt sich über den kleinen Ort Haltern in Westfalen. Eine Schülergruppe von hier war an Bord. So viele wollten mit nach Barcelona, dass die begehrten Plätze verlost werden mussten. Heute wollten sie sie hier wieder in Empfang nehmen. Stattdessen völlige Fassungslosigkeit. Ich möchte zunächst sagen, dass die Stadt tief betroffen ist. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Schockzustand überall zu spüren. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Was sie nicht wussten, das wirklich Schlimmste sollte erst noch kommen. Nach der Auswertung des Flugschreibers. In dem Moment, als der Co-Pilot im Cockpit alleine ist, manipuliert er das Flight Monitoring System, um den Sinkflug einzuleiten. Ich wiederhole, als er allein ist und das Kommando über den Airbus A320 hat, manipuliert er die Schalter des Flugüberwachungssystems, um den Sinkflug der Maschine einzuleiten. Der Co-Pilot wollte sich das Leben nehmen. Und allen anderen auch. Als der Kapitän das Cockpit kurz verlässt, verriegelt Andreas L. die Tür und steuert das Flugzeug mit tödlicher Entschlossenheit, ruhig und gezielt auf den Berg zu. Später wird klar, er litt an Depressionen, hätte gar nicht fliegen dürfen. Ermittler finden in seiner Wohnung eine Krankschreibung für den Unglückstag. Die Kinder aus Haltern kehren zurück in ihre Heimat, zu ihren Eltern. Es gibt keinen größeren Schmerz. Der Mond schiebt sich vor die Sonne und die Erde steht Kopf. Es ist ja alles klar, ganz wissenschaftlich erklärt. Und doch ist es ein seltener Moment der Magie.
Für uns ist es unser liebstes Ferienplanschbecken. Für die von der anderen Seite ein schier unüberwindlicher Festungsgraben. Das Mittelmeer wird zum kalten, dunklen Massengrab. Viele tausend Euro zahlen sie den Schleppern, die sie in diesen Seelenverkäufern auf die Reise schicken. Im April sind es 1200, die allein vor der libyschen Küste ertrinken. Die EU krisengipfelt und ist nicht in der Lage zu großen Antworten. Die kleinen lauten: mehr Schiffe, mehr Geld für die Seenotrettung, Kampf gegen Schleuserbanden. Das ändert nichts an dem Drama, das sich längst entfaltet. Diesen Moment darf man wohl ausnahmsweise historisch nennen. Stars and Stripes am Malecón in Kuba nach 50 Jahren Eiszeit. Pragmatismus statt starrer Ideologien, dafür brauchte es erst diese beiden Männer. Ihr Handschlag markiert einen Neubeginn. Ohne allerdings, dass Kuba Zugeständnisse macht bei Menschenrechten. Dennoch, der Kalte Krieg ist vorbei und die Kubaner hoffen, dass dies hilft, die vielen kleinen Schritte der Reformen weiter voranzubringen. Eine Lawine am Mount Everest. Oh, oh. Fuck. 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 Urgewalten der Natur, der Mensch machtlos. In Nepal bebt die Erde. Rette sich, wer kann, aber viele können es nicht. Einzigartige Tempelanlagen, die Seele des Landes, in Sekunden in Trümmern. Mit bloßen Händen suchen sie nach ihren Toten. Und es sind viele. Die Regierung des armen Landes ist völlig überfordert. Erst mit internationaler Hilfe gelingt es nach Tagen, auch die entlegenen Dörfer zu erreichen, wo Tausende völlig auf sich allein gestellt sind. Gerettet, ein Baby. 22 Stunden lang lag es verschüttet unter den Trümmern. Nach 5 Tagen rechnet keiner mehr mit Überlebenden und doch, dieser Junge trotzt dem Beben sein Leben ab. Mindestens 9000 kamen um. Millionen sind obdachlos. Das Kulturerbe Nepals ist zerstört. Ein Land im Chaos und in Angst vor der Zukunft. Mehr als 360.000 Mal jeden Tag passiert ein Wunder auf unserer Erde und sie ist eines davon. Charlotte Elizabeth Diana. Ob die Königin über diesen Namen amused war? Willkommen, kleine Charlotte. Wir haben dich gebraucht in diesem Jahr. Die schlecht bezahlten Erzieherinnen sollen so viel verdienen, wie ihre Arbeit tatsächlich wert ist. Selten ein Streik, den die Betroffenen so unterstützen. Sie haben vollstes Verständnis, bis sie kein Verständnis mehr haben. Nach 3 Wochen treibt der Ausstand die Eltern zur Verzweiflung. Nach viel hin und her, 5 Monate später dann die Einigung. Uff. Andere brauchten für eine Einigung viel länger. Der Rekordstreik bei der Bahn geht zu Ende. Kann's noch jemand hören? Wir auch nicht. Ein Krimi entfaltet sich vor den seit langem lüstern wartenden Zuschauern. Der Hauptdarsteller gibt den unschuldigen Helden. Let's go FIFA! Let's go FIFA! Thank you! Im Luxushotel in Zürich greift die Polizei zu. 7 FIFA-Funktionäre verhaftet. Der Vorwurf: Betrug, Erpressung, Geldwäsche.
Es sollen 150 Millionen Dollar Bestechungsgelder geflossen sein. Sie ist die Gegnerin. US-Justizministerin Loretta Lynch. Knallhart. Sie haben den Weltfußball korrumpiert, um sich selbst zu bereichern. Und ist für die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar und Russland Geld geflossen? Die Schweizer Justiz ermittelt. Der ewige Blatter beklagt Schmach und Schande und wird direkt als FIFA-Chef wiedergewählt. Nur Tage danach, der Alte kündigt seinen Rücktritt an. Die Fußballwelt bebt. Eine Wahl mit großem Abstand gewinnen und dafür zurücktreten. Wem fiele das wohl ein? Ihm, Jens Böhrnsen, übernimmt die Verantwortung, denn 32,8% sind für die Bremer SPD enttäuschend. Es sind heftige Verluste. Der Neue in der Runde der Ministerpräsidenten, Carsten Sieling, macht weiter mit Rot-Grün in der Hansestadt. Der Hut, der Mantel, die Handtasche und damit das heimelige Gefühl, dass es in diesen ungewissen Zeiten doch noch Dinge gibt, die sich niemals ändern. Das Geschenk kommentiert sie für eine Britin eher direkt. Das da soll mein Vater sein? Der Prinzgemahl ist amüsiert. Ja, sagt der Präsident, man habe ansonsten aber auch noch Marzipan. Ob sie sich für das Bild oder das Marzipan entschieden hat, ist nicht überliefert. Sing grace. Der Präsident singt an gegen den Rassismus in seinem Land. Mit der alten Protesthymne gegen die Sklaverei. Gerade erst hat ein Weißer in einer Kirche 9 Schwarze erschossen, während sie gemeinsam in der Bibel lasen. Der junge Mann ist davon überzeugt, dass die weiße Rasse allen anderen überlegen ist. Seine Tat war eine von zu vielen in diesem Jahr. Freddie Gray war schwarz und lief vor der Polizei weg. Für die Polizisten war er damit ein Täter. In ihrem Gewahrsam wird er so schwer an der Wirbelsäule verletzt, dass er kurz darauf stirbt. Walter Scott hatte ein kurzes Handgemenge mit einem Polizisten. Er rennt los. Der Polizist schießt ihm von hinten 8-mal in den Rücken. Notwehr, wird er später sagen. Dies Handyvideo spricht eine andere Sprache. Wieder diskutieren die USA über Rassismus und Polizeigewalt. Wieder folgenlos. Das Erbe von Sklaverei und Rassentrennung ist Teil unserer DNA, sagt Obama. Daran vermag auch seine Präsidentschaft nichts zu ändern. Es war surreal. Ein junger Mann rennt mit einem Sturmgewehr über einen Traumstrand und macht Jagd auf Touristen. Wieder Tunesien. 38 Menschen erschießt der Islamist. Menschen, die eben noch ihren Urlaub genossen, liegen jetzt tot am Strand. Erst nach einer halben Stunde gelingt es den Sicherheitskräften, den Mörder zu stoppen. Das einzige Land der Hoffnung nach dem arabischen Frühling versinkt im Blut. Der Tourismus, das wirtschaftliche Herz des Landes, erleidet den Infarkt. Die tunesische Demokratie in ihrer härtesten Bewährungsprobe. Dies waren genau die Bilder, die man in die Welt hinausschicken wollte. Souveräne Staatenlenker vor prachtvoller Kulisse. Einer fehlte. Wladimir Putin bleibt wegen der Annexion der Krim ausgeschlossen.
Tausende Demonstranten kamen gar nicht erst in die Nähe. Sie wollten ein Signal setzen gegen Globalisierung, Armut und Krieg. Nicht so, sondern so will sich Deutschland präsentieren. Wir als eine Art Volk gewordenes Jodeldiplom. I have to admit that I forgot to bring my Lederhosen. Ja, Mai, der Barack. Gearbeitet wurde auch. Die G7 bekennen sich zu einem radikalen Umbau der Energieversorgung und wollen noch in diesem Jahrhundert auf Öl, Kohle, Gas verzichten. Ansonsten wurde viel geredet und wenig entschieden. Aber darum geht es auch nicht, sondern um den Austausch unter Demokraten. Konnte man unter dem Pomp fast übersehen. Der Bräutigam, angemessen gerührt, und die Braut strahlt. Alter Schwede, ist das schön. Der CDU-Vize Strobel. Der Grieche hat jetzt lang genug genervt. Differenziert geht anders. Das griechische Drama erreicht seinen Höhepunkt. Die Einheit Europas in Gefahr. Griechenland am Abgrund. Unzählige Gespräche, die Fronten bleiben hart. Die Grexit-Notfallpläne liegen in den Schubladen. Überraschend dann die Ankündigung eines Referendums über die Sparpolitik der Geldgeber. Die fühlen sich an der Nase herumgeführt. Die Griechen sorgen sich um ihr Erspartes, heben große Summen ab und bringen damit die Banken in Schwierigkeiten. Daraufhin werden die Banken geschlossen. Ein Nein der Griechen soll den Druck auf die Geldgeber erhöhen. Tsipras pokert hoch. Er verspricht seinem Volk, die Sparpolitik zu beenden und den Euro zu behalten. Ein Versprechen wird er brechen. Mit großer Mehrheit sagen die Griechen Nein zum Sparpaket. Doch der Regierung bleibt keine Wahl. In einer Marathonsitzung bringen die Staats- und Regierungschefs der Eurozone das dritte Sparpaket auf den Weg. Die Grexit-Gefahr ist vorerst abgewendet. Aber Europa geht stark angeschlagen in die nächste Krise des Jahres. Grad, manche so, uff, und andere so. An einem denkwürdigen Tag trifft Politik auf Realität.
Und die Flüchtlinge haben plötzlich ein Gesicht, das der 14-jährigen Rim, die aus einem Flüchtlingslager im Libanon gekommen ist. Und nach 4 Jahren immer noch nicht weiß, ob sie bleiben kann. Ich möchte studieren, wirklich wie, ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und also es ist wirklich sehr unangenehm, zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können. Und man ist selber halt nicht. Doch die Bundeskanzlerin hat nichts Tröstliches mitzuteilen. Sie sagt es, wie es ist, ganz nüchtern. Es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Dann passiert etwas Unerwartetes. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Danach hagelt es Kritik für die Kanzlerin. Sie sei nicht mitfühlend genug gewesen. Noch am Abend strömen vor allem die jungen Iraner auf die Straßen. Viele Hoffnungen ruhen auf dem Atomabkommen. Mehr Wohlstand, mehr Arbeitsplätze, mehr Freiheiten. Iran ist zurück auf der internationalen Weltbühne. Nach 13 Jahren diplomatischen Ringens ein Abkommen, das iranische Atomwaffen verhindern soll. Die Wirtschaftssanktionen werden im Gegenzug schrittweise aufgehoben. Obamas Rede wird im Iran live übertragen. Er möchte mit dem Deal in die Geschichtsbücher eingehen. Iran sieht seine Position als Regionalmacht gestärkt. Seine Unterstützung von Terrormilizen bleibt außen vor. Israels Netanyahu warnt, das Abkommen blockiere nicht, es ebne geradezu den Weg zur iranischen Bombe. Erst in Jahrzehnten werden wir wissen, wer Recht behält. Die Solar Impulse, hier sind Visionäre am Werk. 40.000 Kilometer rund um die Erde, nur mit der Kraft der Sonne. Die längste Etappe von Japan nach Hawaii. 5 Tage und 5 Nächte. Schlafen maximal 20 Minuten. Mit Hypnose begibt sich der Pilot in kurze Ruhephasen. Mehr wäre zu gefährlich. Sie haben es allen Skeptikern gezeigt. Die beiden Pioniere Bertrand Piccard und André Boschberg. Ihr großes Ziel: Sie wollen der ganzen Welt zeigen, was mit erneuerbaren Energien geht. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt für eine bessere Zukunft. Nur weg von Krieg und von Not. Europa, eine Verheißung. Jeden Monat kommen jetzt in Griechenland so viele Flüchtlinge an wie im ganzen Jahr zuvor. Die EU-Außengrenzen sind weit offen. Was folgt, ist Chaos. Die Behörden auf den Inseln sind überfordert. Die Flüchtlinge werden kaum versorgt, haben kein Dach über dem Kopf bei sengender Sommerhitze. Irgendwann kommen Fähren und bringen sie zum Festland. Sie machen sich über die Balkanroute auf den Weg nach Westen. Junge Männer vor allem, die ihre Familien noch nachholen wollen. Streit in der EU statt Einigkeit angesichts der Herausforderung. Die osteuropäischen Länder verweigern sich einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge. In der Krise zählen nur noch nationale Interessen. Die Werte, die Europa im Kern ausmachen, wie Solidarität, zählen nicht mehr. Mazedonien. Die Polizei versucht mit Blendgranaten und Tränengas, die Flüchtlinge an der Grenze zu stoppen. Doch die Verzweiflung ist stärker als der Stacheldraht. Die Polizei kapituliert.
Wir sind 13 Tage nur gelaufen, gelaufen, über Berge bis hierher. Das hier ist doch unmenschlich. Wo ist eure Menschlichkeit? Ungarn, Bahnhof Budapest. Tausende sind hier gestrandet und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Wenn die Polizei sich zurückzieht, stürmen sie die Züge in Richtung Österreich. Andere machen sich zu Fuß auf den Weg, über die Autobahn. Es stehen wieder Zäune in Europa. Ungarn setzt auf Abschottung. Einige Männer versuchen sich mit Gewalt den Weg zu bahnen. Die ungarische Polizei antwortet mit Tränengas und Wasserwerfern. Manche Länder haben kapituliert. Die Flüchtlinge werden durchgewinkt, eine Registrierung findet nicht mehr statt. Europäische Verträge erweisen sich als Schönwetterabkommen, die der Krise nicht standhalten. Sondertreffen der EU-Innenminister in Brüssel. Keine grundlegende Einigung. Einige in der EU schämen sich. Österreich, ein LKW am Rand der Autobahn, stehen gelassen von Schleusern, der Laderaum von außen verriegelt. 71 Flüchtlinge sind darin qualvoll erstickt. Die Rufe nach legalen Wegen für Flüchtlinge nach Europa werden immer lauter. Doch sie verhallen. Und so machen sich weiter und immer noch Menschen auf diesen gefährlichen Weg. Ein weiteres Bekenntnis zur Barbarei. Einzigartige Kulturstätten in Palmyra sprengt der sogenannte IS in Schutt und Asche. 2000 Jahre alte Tempel, in Sekunden in die Luft gejagt. Seit Mai wütet der IS hier. Junge syrische Soldaten, öffentlich hingerichtet im Theater. Der Museumsdirektor gefoltert und massakriert. Palmyras Ruinen gehören zum Weltkulturerbe. Sie standen für die Versöhnung der Religionen, für religiöse Toleranz. Für alles also, was der IS auslöschen will. Er rennt nacheinander auf 5 Viertausender. Der Schweizer Mountain Runner Andreas Steindl. In Turnschuhen und ohne Seil. Sieben Stunden, 45 Minuten, 44 Sekunden. Ein Rekord. Der kleine Aylan Kurdi. Sein Bild erschüttert die Welt. Es wird zum Symbol des Flüchtlingsleids. Im Ägäischen Meer würden nicht nur tote Kinder angespült, sagt Ministerpräsident Tsipras, sondern die gesamte Zivilisation Europas. Endlich am Ziel. In Sicherheit. Deutschland im Sommer. Zwischen rosarotem Willkommensjubel und dunkelbraunem Hass. Deutsche Willkommenskultur schickt ein Bild der Weltoffenheit und Nächstenliebe hinaus in die Welt. Ohne die ehrenamtlichen Helfer ginge nichts mehr. Viele schuften bis zur Belastungsgrenze. Große Zuversicht, dass Deutschland das stemmen kann.
das ist das helle Deutschland vor allen Dingen. Das ist Menschlichkeit, ne? Humanität. Und das ist das Gegenteil. Dunkeldeutschland nennt es Präsident Gauck. Fremdenfeindlichkeit, Hass. Heidenau, rassistische Ausschreitungen vor einem Flüchtlingsheim. 2 Nächte lang werden Polizisten angegriffen und Flüchtlinge bedroht. Eine Schande für Deutschland. Der Verfassungsschutz warnt vor Rechtsterrorismus. Deutschland 2015. In einer denkwürdigen Nacht trifft die Kanzlerin die Entscheidung, Tausende aufzunehmen, die in Ungarn auf ihre Weiterreise gewartet hatten. Mit Sonderzügen werden sie nach Deutschland gebracht. Allen hier ankommenden syrischen Kriegsflüchtlingen soll nun Asyl gewährt werden. Kanzlerin Merkel hat die Grenzen weit geöffnet und die Flüchtlinge lieben sie dafür. Die eigene Partei nicht. Es rumort in der Union, wo viele nach Begrenzung rufen. Ihre Macht wankt. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Das betont die Kanzlerin immer wieder. Aber wie? Die Kommunen tun alles, um den Menschen Zuflucht zu geben und sie zu versorgen. Doch irgendwann stoßen sie an Grenzen. Flüchtlingslager, wie wir sie in Deutschland noch nicht kannten. Wenn noch viel mehr kommen, irgendwann ist Schluss. Man kann nicht eine beliebige Menge an Plätzen einfach aufaddieren. Die Asylverfahren zu lang. Abschiebungen nicht konsequent verfolgt. Keiner weiß mehr, wie viele Flüchtlinge zu uns kommen. Dann Grenzkontrollen mitten in Europa. Schengen AD. Die Politik trägt zur Verunsicherung bei, statt den Bürgern ihre Sorgen zu nehmen. Sie bieten einfache Antworten. Geistige Brandstifter. An die, die sich als Hüter des Deutschen aufführen, nur ein Satz deutscher Leitkultur. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Von allen Krisenherden dieser Erde sind Menschen gekommen. Viele werden bleiben. Und wir sind verpflichtet, denen zu helfen, die vor Krieg und Elend fliehen. So steht es im Grundgesetz. Schön, dass du da bist. Schaffen wir das? Wenn, dann nur durch Integration. Kann er ein Zeichen setzen gegen die Unterdrückung und Verfolgung Andersdenkender? Der Papst in Kuba. Er hatte vermittelt, dass mit den USA wieder geredet wird. Mit diesem Betonkopf undenkbar. Ideologien, sagt er vor Tausenden, sind der falsche Weg. Denn man dient nicht Ideen, man dient den Menschen. Das gilt den Kommunisten wie den Kapitalisten. Maßlos ist dieser Papst nur in einem, seiner Bescheidenheit. Es ist ein sehr kleines Auto. Ein so kleines Auto, wie wohl vorm Weißen Haus noch nie eins vorgefahren ist. Ansonsten schenkt er großzügig ein, gegen die Todesstrafe, für einen humanen Umgang mit Flüchtlingen. Viele katholische Würdenträger sehen in ihm weiter eine Bedrohung. Nur wenige Reformen konnte er bisher umsetzen. Aber bei seinen Auslandsbesuchen wird er einfach geliebt. Damit ist es vorbei für den Ex-VW-Chef. Stolz das Auto streicheln. Stolz? Worauf? Getrickst, getäuscht, Vertrauen gebrochen. Abgastests manipuliert, ausgerechnet VW. Steht für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, steht für Deutschland. Klimaschutzregeln und Grenzwerte und so ein Kram, was juckt dich das? VW, du hast alle enttäuscht. Die Freiheitsstatue frisst Europa. Ein Blick auf das geplante Freihandelsabkommen TTIP. Bis zu 250.000 Demonstranten machen ihren Sorgen Luft. Dass der Umweltschutz zu Grabe getragen würde, dass Europas Verbraucherrechte geschwächt würden, dafür Großkonzerne gestärkt. Urteile, Vorurteile.
Eine solche Demonstration hat Berlin seit dem Irakkriegsprotest nicht mehr gesehen. Stimmung wie auf einem fröhlichen Fest. Jäh gestoppt. Von zwei Selbstmordattentätern. Der schlimmste Terroranschlag in der Geschichte der Türkei. Ein Blutbad mit mehr als 100 Toten. Ausgerechnet auf eine Friedensdemo. Blutige Rache des IS? Dafür, dass auch die Türkei jetzt gegen die Terroristen vorgeht, nachdem sie sie zuvor mehr als nur geduldet hatte. Doch die Türkei fliegt auch Angriffe auf die Kurden, die den IS am erfolgreichsten bekämpfen. Und der Westen, der die Kurden unterstützt, duldet es als eine Art Kollateralschaden. Denn die Türkei wird gebraucht. Dauerte der Flug. 23 Minuten des Abschieds von einem schönen Urlaub in der Herbstsonne am Roten Meer. Die meisten sind unterwegs nach Hause, nach St. Petersburg. Über dem Sinai zerbirst die Maschine in der Luft. 224 Menschen sterben, darunter 25 Kinder. Ein Terroranschlag, sagt Russland. Terroristen des IS behaupten, sie hätten eine mit Sprengstoff gefüllte Dose an Bord geschmuggelt. Russland trauert. Ursprünglich, so die Terroristen, sei der Anschlag auf ein westliches Flugzeug geplant gewesen. Doch wegen des russischen Militäreinsatzes in Syrien hätten sie sich umentschieden. Seit einigen Wochen fliegen russische Kampfflugzeuge Angriffe in Syrien auf den IS. Noch mehr wohl auf gemäßigte Gegner des syrischen Gewaltherrschers Assad. Russland stützt Assad mit Entschlossenheit. Der Westen düpiert. Später gibt es vorsichtige Versuche, aufeinander zuzugehen in der Syrien-Strategie. Also ich wüsste nicht und weiß definitiv nicht, das kann ich auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Das war mir nicht bekannt und auch muss, also mir, ich kann ja nur für mich persönlich hundertprozentig sprechen. Der DFB-Präsident äußert sich eher im Ungefähren über die neuesten Enthüllungen des Spiegel. Die WM in Deutschland 2006, gekauft, mit Millionen aus einer schwarzen Kasse. Das Sommermärchen, Deutschland weltoffen, fröhlich, bunt. Der fröhliche deutsche Sommer war echt. Die ehrliche Vergabe ist Deutschland. Vielleicht das Märchen. Der Kaiser hält sich allzu bedeckt. Der ehemalige DFB-Boss Zwanziger bezichtigt Niersbach der Lüge. Er habe von der schwarzen Kasse früh gewusst. Die Truppe von damals, jetzt kämpft jeder nur noch für sich. Ein internationaler Verband im Korruptionssumpf und nur die Deutschen sauber? Auch gegen Josef Blatter ermittelt inzwischen die Justiz. Die FIFA ist implodiert. Der DFB-Präsident tritt zurück. Fußball ist nicht mehr unantastbar. Die Kanzlerin bleibt dabei. Keine Obergrenzen für Flüchtlinge. Wir schaffen das. Kaum zeigt sie Kante, eckt sie an. Vor allem in den eigenen Reihen. So ist der Zustand der Koalition im November. Wir wollen Steuerung, wir wollen Ordnung. Asylverfahren beschleunigt, doch immer noch stapeln sich die Anträge. Ein Hin und Her über Transitzonen für Balkanflüchtlinge ohne Bleiberecht. Der Innenminister fährt einen härteren Kurs, allerdings ohne den Rest der Regierung zu informieren. Die Opposition sagt, Chaostage in der Bundesregierung. Auf der Balkanroute ist es kalt geworden. Und immer noch sind Tausende unterwegs.
An der mazedonischen Grenze kommen jetzt nur noch Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Afghanistan durch. Alle anderen werden abgewiesen. Tausende hängen fest. Im November kommen so viele Flüchtlinge nach Deutschland wie in keinem Monat zuvor. Darin sind sich inzwischen die meisten einig, die Zahl soll verringert werden, damit die Gesellschaft nicht überfordert wird und man den Menschen gerecht werden kann. Höchste Sturmflut seit Menschengedenken erlebt. Frau Präsidentin, ich nehme die Wahl an. Danke. Wir sehen, wo er lebt und schnacken, wo der Himmel hoch und wo der so zu deep. Mein Leben ist im Wesentlichen ein politisches Leben gewesen. Und für das ganze politische Leben hat immer gegolten die Richtlinie, die Maxime, dass das öffentliche Wohl die oberste Richtlinie sein muss. So was weg nicht allein. Ganz was ich finde, ich stoff allein und wein. Sie haben nichts doof und wein. Sie haben nichts doof und wein. In dieser Sekunde beginnt eine blutige Terrorwelle gegen Paris. Am Stade de France sprengen sich drei Selbstmordattentäter in die Luft. Wieder bricht der Horror über die Stadt herein. An diesem milden Abend hatte Paris unsere Freiheiten gelebt. Und so ist es ein Angriff auf uns alle. Im Konzertsaal Bataclan wird gerockt, bis Schüsse fallen. Drei Männer mit Kalaschnikows richten ein Massaker an. Einigen gelingt die Flucht. Sie schleppen sich zum Teil schwer verletzt aus dem Hinterausgang. In Cafés und Restaurants werden wahllos Unschuldige erschossen. 129 Menschen verlieren insgesamt an diesem Abend ihr Leben. Das Brüsseler Problemviertel Molenbeek gerät ins Visier. Hier haben einige der Attentäter gelebt. Ein belgischer Dschihadist soll der Drahtzieher der Anschläge gewesen sein. Ausnahmezustand in Brüssel. Schüsse und Explosionen zerreißen die frühmorgendliche Stille. Eine französische Eliteeinheit stürmt ein Haus bei Paris. Ein Verdächtiger sprengt sich in die Luft. Der Drahtzieher stirbt im Kugelhagel. Frankreich, so entschlossen zu leben, versinkt wieder in tiefer Trauer. Die Solidarität ist grenzenlos. Wieder steigen Kampfflugzeuge auf, doch diesmal sind es Deutsche. Die Bundeswehrsoldaten sollen Frankreich zur Seite stehen, gegen den Terrorismus. Kein Kampfeinsatz. Von der Türkei aus werden sie das IS-Gebiet überfliegen und Daten liefern für die Angriffe der Verbündeten. Ein Zeichen europäischer Einigkeit.
an der es dieses Jahr so bitter fehlte. Das Ziel: eine Weihnachtsfeier in einer Behinderteneinrichtung. Die Täter: junge Eltern eines Babys. Unwahrscheinlicher kann ein Terroranschlag nicht sein. Und doch ist es der schwerste in den USA seit dem 11. September 2001. Die Mörder erschießen 14 Menschen, werden kurz darauf gestellt und sterben im Feuergefecht mit der Polizei. Ihr Waffenarsenal legt nahe, dass sie mehr vorhatten. Syed Farouk arbeitete selbst in der Gesundheitsbehörde von San Bernardino. Seine Opfer waren Kollegen. Seine Frau stammt aus Pakistan. Sie hat kurz vor der Tat dem IS die Treue geschworen. Ein Amerikaner mit Job und Familie, der nie auffiel, zu keinem Terrornetzwerk gehörte, legal gekaufte Waffen. Privatterrorismus im Namen des IS. Dagegen sind Sicherheitsbehörden machtlos. Ihr Ziel: die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Ihre Mission: ein Stückchen Weltrettung. L'accord de Paris pour le climat est accepté. An den Gesichtern sieht man, da ist was gelungen. Zum ersten Mal haben sich alle zu ihrer Verantwortung bekannt. Ein Abkommen, das die Erde vor der Klimakatastrophe bewahren soll. Wie viel es wirklich wert ist, es ist ein Anfang. 2015, die Welt scheint aus den Fugen. Ein Stückchen Weltrettung, davon wünschen wir uns mehr 2016. Möge es ein friedlicheres, möge es ein gutes Jahr werden. Ich